Ja, hallo YouTuber. Ich komme schon wieder in den Genuss von Kirschen. Sind da am Ladewagen hängen geblieben. He? Bisschen staubig, aber. Trotzdem gut. Sind übrigens auch nicht von meinem Baum. Ja, ich habe meinen Neffe engagiert, für hier die Luzerne zu schwaben, weil die ist tiptop, schön durch, bröchelig. Und da fahre ich nur halb so viel mit dem Traktor dort drüber. Da habe ich weniger Bröckelverlust, als wenn ich mit meinem Einfachschwader da x-mal drüber fahren. Mit dem Schwadro PC640. Aber schon so haben wir recht viel Bröckelverluste. Wenn ich alles gewusst hätte im Nachhinein, hätte ich wahrscheinlich heute Morgen gar nicht noch einmal gezettet. Ja, ich sehe es, es ist einfach nur schön und heiß. Und auch noch einen Wind haben wir heute. Ja, ideale Bedingungen. Der Boden trocken. Jetzt hoffen wir auf Regen am Sonntag. Wäre bitte nötig. Hier ist noch ein Streifen, diese zwei Walmen, das ist nicht reine Luzerne oder gar keine Luzerne. Hier ist einfach ein, glaube ich, 330er Mischung. Einen Stopp für euch zu zeigen, wie das ist mit der Luzerne. Ja, farblich sieht man einen Unterschied zum normalen Emden. Ich kann da gerade aussteigen. Es kommt dann hier auf die Belüftung. So sieht das jetzt aus. Die Blätter sind noch dran, aber es ist extrem.
das, wie das bröselt. So, und dann sind sie weg. Ja. Ja, eigentlich hat das jetzt tiptop funktioniert. He. Ich habe das gestern vor dem Mittag gemäht, nach dem Mittag einmal gezettet und heute Morgen in der Früh, circa, was war das, 9:30, noch fast ein bisschen Tau feucht, habe ich erst noch einmal gezettet und mein Neffe hat es mit heute Abend, ja, circa um 7 Uhr mit dem Doppelschwader zusammen gemacht, damit man möglichst wenig Überfahrten hat, weil das sonst abbröckelt. Und jetzt ist er am Heimführen und ich bringe es auf die Belüftung. Ja, es ist wirklich, es ist trocken, die Stängel, es sieht aus, als wäre es noch grün, aber es ist wirklich trocken. Der Boden ist trocken, die Luft war trocken, Wind, Sonne, heiß. Hat eigentlich alles gepasst. Das Einzige, was mir jetzt ein bisschen zu denken gibt, ist halt schon die Stängel. Wenn ich das ohne Futtermischwagen füttern möchte, ob die diese Stängel fressen, denke, das ist das Problem. Für den Futtermischwagen wäre das tiptop, denke ich. Das noch ein bisschen zerschneiden. Dann hätte ich die Struktur, aber ohne Futtermischwagen, das in der Kippe zu füttern, das wird wahrscheinlich die Herausforderung sein, dass ich das ihnen so mischen kann oder unterzujubeln, dass sie auch die Stängel fressen. Aber rein von der Blattmasse ist das sicher nicht so schlecht für die zu machen. Sicher wäre besser Silo oder in der Grastrocknung. Das wäre sicher besser, aber das wären auch Kosten. Silo darf ich nicht füttern und Grastrocknung müsste ich, die könnten das holen. Trocken kostet mindestens, was kostet das? 23 Franken. 100 Kilo. Wahrscheinlich so, weiß nicht genau. Ja, und jetzt konnte ich das alles, außer den Doppelschwader, konnte ich das mit den eigenen Maschinen machen. Jetzt einfach das Füttern wird sicher die Herausforderung sein. Jawohl. Aber sonst hat das Wetter und alles gepasst. Vielleicht hat mir noch einer einen Tipp, wie man das noch optimieren könnte. Ja, für das nächste Mal. Aber jetzt, das ist der zweite Schnitt und der dritte Schnitt, das habe ich ja gekauft am Feld. Der dritte Schnitt, den werde ich wahrscheinlich dann in die Grastrocknung bringen. Dann ist es auch kurz gehäckselt und sicher einfacher zum Füttern. Ja. Jawohl, gut. Fertig. Feierabend. Tschüss zusammen. So, heute haben wir Samstag. Figu ist am Güllen, umpumpen, ein bisschen Schweinegülle hinunter in die Rindergülle. Ein bisschen mischen, ne? Weil es ist beschütte Wetter. Es beginnt gerade zu regnen, morgen schon ein paar Tropfen und jetzt kommt wahrscheinlich ein bisschen mehr. Tipptopp, weil bis jetzt hat das eigentlich noch recht gut gewachsen und wenn jetzt wieder Regen kommt, geht es nahtlos weiter. Da hat Figu Freude. Ja, ich hatte heute Morgen eine Katastrophe an der anderen. Ich hatte hier
den Schlauch nicht drauf, vorne bei der Umspülung. Und dann ist die Jauche hinauf und über mich hinab. Aber das vergessen zu filmen, ja, das war nicht das Wichtigste im Moment, das Filmen. Ja, aber mittlerweile frisch geduscht, frisch bekleidet, neuer Hut, der zweite. Ja, gut. Schweinegülle in die Rinderhülle. Und ihr legt es vom Wasser.